Hey Mallorca-Lovers, dies ist ein Podcast für Mallorca-Liebhaber von Mallorca-Auswanderern, die ihre spannende Geschichte erzählen, wieso, weshalb, warum sie auf Mallorca sind, wovon sie leben und was das Besondere ist an dieser Insel, die Mallorca-Magie. Also viel Spaß auf spannende Mallorca-Geschichten. Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. Heute habe ich die Birgit hier sitzen und das ist eine sehr spannende Geschichte, wie sie Mallorca auf ihrem Vision Board hatte und sich jetzt den Traum erfüllt hat mit einem selbstbestimmten Leben und Business. Ich freue mich sehr auf deine Geschichte. Herzlich willkommen, Birgit. Hallo. Vielen Dank erstmal für deine Einladung, dass ich hier heute bei dir sein darf, auf deiner wunderschönen Finca. Gerne, schön, dass du gekommen bist. Ja. Ich musste jetzt lange auf dich warten, weil du ja nur unterwegs bist. Richtig, ja. Bei mir ist es ja noch so, dass ich pendel zwischen Deutschland, also sprich zwischen Allgäu und hier der Insel. Teilzeitresidentin. Teilzeit, genau. Mhm. Aber aktuell und auch seit letztem Jahr eigentlich mehr hier bin wie bei uns im Allgäu, wo ich gebürtig hierher komme und einfach hier dann auch sehr viel unterwegs bin. Und ich finde es immer sehr spannend, hier mit Menschen kennenzulernen und ja, mich mit Menschen zu treffen, wie jetzt auch mit dir, weil die Menschen einfach sehr, sehr interessant sind. Das finde ich. Ich habe immer schon mit Menschen zu tun gehabt, egal was ich gemacht habe, von meiner Ausbildung. Da kommen wir gleich, wo du angefangen hast. Also wir haben uns kennengelernt, wir sind uns auf Facebook begegnet. Da bin ich aufmerksam auf dich geworden und du irgendwie auf mich. Und du hast mich gefragt, ne? Du bist irgendwie aufmerksam auf meinen Podcast geworden, glaube ich. Und hast gesagt, ach, da hätte ich mal Lust zu, ne? Ich habe dich gefragt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bist du jetzt hier und ich freue mich auf deine Mallorca-Geschichte. Erzähl doch mal, seit wann du hier bist oder seit wann du pendelst. Pendeln tue ich jetzt seit 3 Jahren. Im Januar vergangenen Monat sind es jetzt genau 3 Jahre, dass ich pendel, dass wir uns dort die erste Finca zugelegt haben. Und Mallorca verliebt bin ich seit knapp 50 Jahren. Ach ja, genau. Du hast gesagt, mit 7 warst du das erste Mal hier in Cala Ratjada. Genau, das allererste Mal mit 7 mit meiner Mama hier unten in Cala Ratjada an der Calagulla am Strand. Und ja, so. Kannst du dich echt noch daran erinnern? Ja, ich weiß sogar noch, ich finde sogar noch das kleine Hotel, wo wir waren. Gibt's das noch? Das Haus gibt's noch. Krass. Ja. Und hast du da schon gesagt, oh, hier möchte ich mal leben? Ich fand das einfach toll. Ich meine, als Kind, das ist natürlich ja. Da hast du ja ganz andere Gedanken. Das ist einfach toll. Die Sonne, das Meer, die Wärme, da siehst du das Ganze ja ganz anders. Und ich war dann noch ein paar Mal mit meiner Mutter, ein einziges Mal mit meinem Vater, der dabei war, den man überreden konnte, mal auf die Insel zu fliegen, nicht ins Allgäu zu fahren, in den Urlaub zum Wandern. Und auch in Cala Ratjada, das war aber leider damals hoteltechnisch eine Katastrophe, das weiß ich auch noch. Und da war ich 9 oder 10, so um den Dreh herum. Und ja, und dann mit der Mama nochmal alleine und dann meinen ersten Aufenthalt hier auf der Insel alleine mit Freund, da war ich 18. Auch Cala Ratjada? Ja. Okay, so wie Bolero und Chocolate und so, ne? Richtig, La Mumba. Ja. Weiß ich noch, im Chocolate. Ich kann das nicht mehr trinken, da wird mir schlecht von. Aber ich habe davon sehr zugenommen damals, das weiß ich noch. Genau, also so bin ich dann mit 18 das erste Mal alleine dann hier gewesen. Dann ausschlaggebend für mich war, wo wirklich dieser Traum und diese Vision von Mallorca, hier was mal zu haben, was Eigenes zu haben oder vielleicht auch diese unheimliche Chance zu bekommen, ob das jetzt Pendeln ist oder ganz hier zu leben, war dann mit 21. Ich bin gelernte Arzthelferin und habe mich meine Arbeitskollegin gefragt, ob ich mit ihr und ihrem Mann und Tochter, damals 12, 3 Wochen auf die Insel fliege. Oh, das ist aber lange. Genau, das war für mich mit 21. Also ich hatte dann auch noch in diesem Aufenthalt Geburtstag. Ich bin im Mitte Juli geboren. Und dann waren wir in Cala Morada. Und alleine schon Cala Morada, wenn man da so runterfährt, ich sehe das heute noch, wie wir da runterfuhren.
hatten die was gemietet und ich bin natürlich mit 21 nicht nur bei der Familie gewesen, sondern ich bin jeden Abend irgendwo ein bisschen feiern gewesen, Richtung Kallas rüber. Bin über die Felsen gelaufen und bin teilweise im Morgengrauen wieder zurück nach Kala Murada und bin dann beim Sonnenaufgang auf den Felsen gesessen und habe mir damals immer so gedacht, hier was zu haben. Mit einem Partner, wo auch alles passt, wo also das Ganze drumherum, wo das rund ist, ne, was Eigenes zu haben, das wär's. Aber das ist unerreichbar für alle anderen oder für viele andere machbar, werden das vielleicht auch erreichen, aber ich habe mich da nicht gesehen, es war ein Traum. Und ja, und so ist das Ganze eigentlich immer so in meinem Kopf gewesen mit meinem jetzigen Mann, auch wenn wir hier in Urlaub waren. Pauschalreise hat den Vorteil, wenn du so einen Traum hast, du wirst, also Vorteil, so habe ich das dann gesehen, du wirst ja mit einem Bus vom Flughafen in dein Hotel gefahren. Und die Busse haben den Vorteil, das meine ich jetzt, du sitzt hoch. Und du kannst, wenn du hoch sitzt, über Zäune gucken. Du siehst Finken. Also das war das, was ich gesehen habe. Und wir wurden dann aber, wir waren ja dann immer in diesen typischen Tourismusbereichen. Und da habe ich gedacht, boah, das wäre so schön. Wir haben zu meinem Mann gesagt, guck mal, da und die ist schön und da und sowas stelle ich mir mal vor und sowas hätte ich gerne mal. Ja, und dann kam... Jetzt hast du es ja erreicht, ne? Ja. So 30 Jahre später, oder? Ja. Und wir haben dann die erste Finca gemietet, die war mittig der Insel. Aber hast du das wirklich visualisiert, auch auf deinem Vision Board? Ja, es war eine Finca drauf. Ich wusste genau, wie die aussieht. War der Ort egal oder hattest du auch einen Lieblingsort? Es war eigentlich immer so, diese Ecke, Kala Murada, Porto Colom, von der Gegend her. Vielleicht auch, weil ich da mit 21 dieses sehr häufig auf dem Nachhauseweg beim Sonnenaufgang oder auch Sonnenuntergang, weil ich einfach da gesessen bin und habe mir gedacht, boah, wie schön. Wie schön ist das oder wäre das hier? Und die erste Finca, die wir dann hatten, war Mitte der Insel in San Juan. Und mal so zum Gucken, wie das ist. Aber da hast du ja keinen Meerblick. Ist das nicht, fehlt das nicht? Für mich war damals erstmal, ich war ja auch zu dem Zeitpunkt noch im Geschäfts-, also mehr oder weniger im Geschäftsaufbau. Und für mich war dann so mehr im Fokus zentral, von dort aus inseltechnisch überall gut hinzukommen, unterwegs zu sein. Und es war ja auch, du mietest jetzt eine Finca, die kostet jeden Monat Geld. Mein Mann war damals noch im Berufsleben, mein Mann war im öffentlichen Dienst, hatte eine gehobene Führungsposition. Und das war dann so, wir hätten ja eigentlich immer nur am Wochenende mal kommen können. Und ja, dann war das halt diese... Da wart ihr, wir kommen gleich noch zu deinem Business, also da wart ihr mit eurem Business oder er mit seinem Business, du auch, noch ortsgebunden. Jetzt habt ihr ja ein Business, wo ihr frei seid. Ne? Ihr könnt ja von überall aus arbeiten. Richtig. Aber da kommen wir gleich zu. Wollten noch den Weg mal dahin auch beleuchten, wie du dir eben dieses freie Leben jetzt erschaffen hast. Ne? Ja, also wir waren beide sehr gebunden. Mein Mann als wie gesagt, hat eine Führungsposition im öffentlichen Dienst gehabt, also im gehobenen Dienst. Ich bin seit 25 Jahren jetzt selbstständig. Im Beauty-Bereich, habe mehrere Sonnenstudios vor meiner Selbstständigkeit mit hochgezogen und habe dann, also 98, genau am 23. Dezember 98, mein erstes eigenes Sonnenstudio eröffnet. Ein Jahr später Nageldesign dazu genommen als Hobby. Warte mal, wie kann ich mir noch vorstellen, Sonnenstudios hochziehen? Das heißt, du suchst die Location aus, wo ein Sonnenstudio funktionieren könnte? Oder wie funktioniert das? Also für wen ziehst du sie hoch? Sonnenstudios hochziehen bedeutet, wir haben damals, also ein guter Freund von uns, ein Patenonkel von meiner Tochter, in Nordrhein-Westfalen, in Mönchengladbach, Düsseldorf, Aachen, Krefeld, hat die Sonnenstudios, also die Locations, angemietet. Ich habe die wirklich mit Wände rausreißen, mit Renovieren bis hin zum Personal einarbeiten, haben wir jedes Studio nach und nach, habe ich mit ihm hochgezogen. Und ja, du besorgst dann auch die Sonnenbänke und weißt, wie viel Strom da liegen muss, Starkstromleitung. Genau, das haben wir alles gemacht. Dafür warst du zuständig, oder wie? Das habe ich mitgemacht, genau. Okay. Und ja, und so lag es dann irgendwann nahe, weil es bei uns im Ort keins gab, aber ich gerne ins Solarium, die Sonne gerne mag, habe ich dann gesagt, okay, ich möchte ein Solarium haben.
Und das wollte ich in meine Wohnung reinstellen. Und dann hat mein Mann, also damals waren wir noch nicht verheiratet, und dann hat er gesagt, das finde ich jetzt nicht so prickelnd, wenn jetzt hier bei dir ein ständiger Publikumsverkehr ist, du weißt doch, wie es geht, mach doch hier ein Sonnenstudio auf. Ja, du weißt, wie es geht. Ja, genau. Und dann habe ich halt gleich meine Rentabilitätsrechnung aufgestellt, bin damit zur Bank. Das ging dann auch ganz schnell durch und habe dann mein Sonnenstudio am 23. Dezember 98 eröffnet. Ja, und dann kam ein Jahr später das Nageldesign dazu. Das sollte nur so für mich ein bisschen was noch sein, so hobbymäßig nebenbei. Ja, und dann kamen halt gewisse Tiefschläge. Aber warte mal, das heißt, ja, du hast jetzt dein eigenes Nagelstudio, sitzt den ganzen Tag in deinem eigenen Nagelstudio, ja, weil es jetzt deins ist, hast keine anderen mehr hochgezogen? Nein. Und während man da sitzt, kann man auch noch ein paar Nägel machen? Richtig, du bist ja sowieso drin, so, mit Service, mit Bänkeputzen und... Und das hast du alleine gemacht, hast du da schon Angestellte gehabt? Wir hatten Aushilfen. Also ich habe das mit meinem Mann gemeinsam gemacht, was aber auch nicht ganz einfach war, weil wir sind ja eine Patchwork-Familie. Meine Tochter war zum damaligen Zeitpunkt 10. Sich dann selbstständig zu machen, das ist eine Herausforderung. Mein Mann hat auch zwei Töchter aus erster Ehe, die älteste und die jüngste. Meine ist die mittlere. Und das ist nicht ganz einfach mit Kindern, selbstständig. Und wer sich solariumtechnisch vielleicht ein bisschen auskennt, du hast ja in der Regel 7 Tage die Woche geöffnet. Ja, und lange, 12 Stunden täglich. Und wenn mein Mann vom Dienst kam, ist mein Mann ins Studio gekommen, dann konnte ich mal nach Hause oder rübergehen und ja, mal was im Haushalt machen oder mich mal kurz erholen und bin dann aber wieder mit ins Studio rein. So ging das über viele, viele Jahre. Und dazu, mein Mann ist auch noch Musiker. Und wer hat das Sonnenstudio gemacht, als Sie auf Mallorca den Urlaub gemacht haben? Personal. Da ging das nicht mehr. Ah ja, okay. Du hattest, also das war gut überlegt, weil Personal kostet viel Geld. Und wenn du 7 Tage, 12 Stunden täglich aufhast, dann hast du wirklich schon einen gewissen Stundensatz, wo du jemanden bezahlen musst. Ja, und dann fing das damals auch schon an, dass dann dieses Personal eigene Produkte in unserem Geschäft verkaufte, weil Kunden uns irgendwann fragten, sie hätten gerne das Produkt wieder. Und ich sage, sowas habe ich hier noch nie gehabt. Ja doch, das habe ich hier gekauft. Und habe ich dann nachgehakt, ja bei der und der. Und das war dann eine Aushilfe, die wir im Geschäft hatten. Ne? Also wir haben da auch so ein paar Erlebnisse mit ein paar Menschen gemacht, wo wir gesagt haben, da hast du dann Vertrauen, wenn du wegfliegst. Ne? Hast immer so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl. Und wenn wir dann daher geflogen sind, das war dann auch oft, dass ich überlegt habe, hier ein Nagelstudio aufzumachen. Auf Mallorca? Ja. Kein Sonnenstudio? Nein. Meine ich jetzt ernst die Frage, du weißt, dass Sonnenstudios hier wirklich funktionieren, ne? Ja, weiß ich. Das hat man mir auch gesagt, weil bei Solarium hast du eine unheimliche Investition. Mhm. So Solarien, wenn du ein gutes Solarium hast, bist du... Ich meine, ich bin jetzt nicht mehr so drin in der Materie, aber zum damaligen Zeitpunkt, nach der Euro-Einführung dann auch, bei 60.000 für ein Gerät. Das sind Leasinggebühren, die du jeden Monat hast. Was? Das sind nicht mal gekauft? Mm-mm. Oh, krass. Du hast ja mehrere Geräte. Also ich hatte in meiner Sonne, also wo ich mein eigenes Studio hatte, hatte ich 11 Geräte. Wahnsinn. 11 Geräte bedeutet einen riesen Batzen an Leasingkosten jeden Monat. Lohnt sich das wirklich noch, weil allein die Stromkosten auch ja... Also heutzutage, du musst immer mithalten, die Solarien entwickeln sich immer weiter. Du hattest irgendwann mit Musik, mit Wasser, Benebelung, Berieselung und so weiter. Du bist eigentlich immer am Investieren. Du bist immer am Investieren. Es passiert irgendwas, du bist gewissen Risiken ausgesetzt. Ja, mein 98 habe ich begonnen mit Sonnenstudio. Es kamen ja verschiedene Dinge dazu, wie... es kam ja irgendwann der Jahrhundertsommer in Deutschland. Von März bis November schönes Wetter. Ich hatte von 12 Stunden, musste reduzieren auf 2 Stunden tägliche Öffnungszeiten. Da brauchst du kein Personal mehr. Und das machst du dann natürlich alleine. Aber die Kosten, die holst du täglich mit 2 Stunden ja nicht mehr rein. Ja, ich erinnere mich dran. Also du brauchst eine gewisse Frequentierung an Kunden täglich, damit sich das amortisiert. Und du arbeitest ja nicht nur kostendeckend, sondern du möchtest ja eigentlich, du bist ja selbstständig, um auch was zu verdienen, um mal Rücklagen zu schaffen. Und das war halt wirklich, und deswegen ist auch die Zeit, die wir jetzt haben mit dem C, für mich, auch wenn ich da nicht mehr drin bin, dieses Risiko nicht mehr habe, aber mit dem C ist für mich, für viele ehemalige oder noch Kolleginnen aus dem Metier, so ein Déjà-vu. Ja. Weil ich das einfach kenne, wo du aus
aus einer Situation heraus, die du selber nicht mehr beeinflussen kannst, du hast keine Handhabe mehr, wird dir etwas genommen. Wie gesagt, Jahrhundertsommer, okay, Klima, kann keiner was dafür. Dann kamen irgendwann die Medien, die dann gesagt haben, Solarium ist gleich Hautkrebs. Mhm. Es sind Kunden weggebrochen. Kunden haben gesagt, die noch geblieben sind, ja, ich mache ja sonst nichts, ich rauche nicht, ich trinke nicht. Irgendwas muss man sich ja gönnen. So, die waren dann noch da. Und dann kam die Euro-Einführung. Und dann hast du noch mal einen Abbruch, wo es dann heißt, ja, eigentlich ist es ja so ungesund und jetzt, ich kann mir das auch eigentlich nicht mehr leisten. Und dann ist noch mal 50% weggebrochen. Und das war dann wirklich so ein Punkt, wo bei mir, okay, ich hatte das Nagelstudio, meine Nagelkunden, aber du kannst mit den Nagelkunden, mit dem, was du hier an Einnahmen hast, nicht das auffangen, was du an Kosten hast, was durch die Solarien entstanden sind. Und so ist es halt mit meiner Selbstständigkeit passiert, dass ich damals, ja, das erste Mal stecknadelweit weg von der Insolvenz war. Und insgesamt in meiner Laufbahn, in meiner Selbstständigkeit, dreimal wirklich stecknadelweit weg von einer Insolvenz war. Aber ich bin nie da rein. Weil ich bin so... Wie konntest du es denn aufhalten? Du hast ja auch nicht aufgehört. Du hast es Nein, ich habe weitergemacht. Mit dem... Ich habe weitergemacht. Also ich habe einfach immer weitergemacht. Hast du darüber nachgedacht, aufzuhören? Oder vielleicht einfach dich zu verkleinern und nur Nägel, weil dann hätte es ja gut davon leben können. Weil ich kenne zum Beispiel auch Leute, die einen Sonnenschuh hatten und eigentlich das getragen haben mit dem Nägel machen. Ne? Ja, also ich bin irgendwann tatsächlich dann hingegangen, weil es war dann wirklich dieser Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt weiß ich nicht mehr ein noch aus. Ja, mein Mann hatte einen guten Job, aber hallo, ich bin Frau, es war mein Geschäft. Mhm. Ich kann doch nicht mich nur selbstständig machen oder meine Leidenschaft oder das, was ich tue, meine Selbstständigkeit ausleben. Und wenn dein Mann das trägt, ne? Und wenn mein Mann das trägt, ja, richtig. Das aber ohne mein Mal, das geht vielleicht mal in den richtig. Koffer, ne? Aber und nicht. Das war auch, dass der Klaus halt, der ist ja auch Musiker, viel von seinem Musikgeld oder oft was reinstecken musste. Sein Musikkollege, die waren zum Schluss die letzten Jahre als Duo unterwegs. Sein Kollege hat ein Haus gebaut. Wir hatten drei Töchter und hatten, Entschuldigung, einen Schuldenberg. Durch mich, durch mein Solarium, durch diese Umstände, die einfach, meine, das sind ja Kosten, die sind ja aufgelaufen. Und so, und ich habe diesen Punkt auch gehabt, wo ich irgendwann auch nicht mehr jeder kennt das, Finanzamt und Krankenkasse. Ja. Die fackeln nicht mit dir rum, wenn da was offen ist, ja. Und diesen Punkt, wo ich dann damals von einem, ja, jeder hat vielleicht mal im Leben so einen guten Freund, der einen beraten hat zu gewissen Dingen, auf den man dann auch gehört hat. Und der du jetzt den, nicht mehr dein guter Freund ist. So ist es, den ich dann auch angerufen habe und habe gesagt, du pass mal auf, ich habe ein Problem, ich weiß nicht mehr weiter, jetzt ist Punkt, wo, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ich habe bei dir Versicherungen, was ist in meiner Lebensversicherung? Ich habe jetzt eine Option, Lebensversicherung, Auto, Baum. Ja, hatte krass. Ich in meinem Kopf. Und dann habe ich aber gedacht, nee, das bin ich nicht. Ich muss kämpfen, das muss irgendwo gehen. Und ich hinterlasse ja auch einen Schuldenberg, wenn mit mir was wäre. Ne? Also gut, habe ich gekämpft. Ich habe dann eine Bankerin gefunden, die wirklich, auf Deutsch gesagt, den Arsch in der Hose hatte, neune gerade sein zu lassen, die mir Rechnungen hat durchgehen lassen, auch wenn mein Konto mal überzogen war. Die hat am Sonntag von mir eine Aufstellung bekommen, was ich am Freitag einzahle. Ja, und so, solche Situationen habe ich durch. Und ich bin immer mit einem Lächeln bei meinen Kunden gesessen. Immer. Sie hat auch immer zu mir gesagt, ich weiß nicht, wie du das machst, wie du das durchziehst. Egal, wann ich komme, du bist immer gut drauf, du lächelst immer. Sagt sie, in mein Burnout. Ich mache das nicht schlecht und ich will es auch nicht wegreden, aber ich musste weitermachen. Ich musste. Ja, keine Zeit umzufallen, ne? Richtig, weil wenn ich jetzt mir eine Auszeit nehme, weil ich kaputt bin, weil ich das jetzt nicht mehr kann und ich war kaputt, was hätte es mir gebracht? Es wäre nur noch schlimmer geworden. Und ich habe wirklich zu diesem Zeitpunkt ein monatliches Einkommen, also was mir geblieben ist.
Es waren 50 Cent. Nein. Der Rest ist alles weggegangen. Nur abbezahlt, Rechnungen, dass es rund lief. So, und infolgedessen habe ich natürlich immer nach was Ausschau gehalten, wo du zusätzlich etwas Geld verdienen kannst, ohne aber noch einen weiteren Zeitaufwand dafür aufzuwenden. Weil die Zeit hatte ich ja nicht. Ich habe am Tag 10 Nagelkunden gemacht. Krass, das war schnell. Im Akkord. Es war Akkord. Ich habe samstags gearbeitet. Und da ich ja meiner Bankerin am Sonntag gesagt habe, was ich am Freitag einzahle, musste ich ja gucken, wenn es, du kennst das ja auch, ne? Eine Kundin ist krank, das Kind ist krank, Kundin kann einen Termin nicht wahrnehmen, vergisst mal einen Termin. Das hat für mich bedeutet, ich konnte meine Versprechung der Bankerin gegenüber am Freitag nicht einhalten. Dann habe ich rumtelefoniert, die Kundin von nächste Woche, du bei mir diese Woche, terminfrei, willst du nicht kommen? Und so habe ich das halt über viele Jahre echt durchgezogen und habe nebenbei immer geguckt, dass ich was finde, wo ich ja eine zusätzliche Einnahmequelle habe, um gewisse Dinge einfach aufzufangen. Und dann kam Schmuck. So, und dann habe ich halt so ein bisschen mit Schmuck angefangen. Das macht ja auch Sinn, ne? In so einem Laden, wo viele Leute reinkommen, was stehen zu haben in der Vitrine. So, habe ich gedacht, wunderbar, du hast jetzt Schmuck da stehen, deine Kunden kaufen ja jetzt Schmuck. Haben sie. Aber wer ein Nagelstudio hat, weiß oder kennt, wie ein Nagelstudio abläuft, du hast ja keine Laufkundschaft. Das heißt, du hast Schmuck und deine Kundin kauft sich nicht jeden Monat einen Ring, eine Kette, einen Anhänger, Ohrringe, irgendwas. Wie, du hast Stammkunden, die haben dann irgendwann schon alle Schmuck, ne? Richtig, die sind irgendwann eingedeckt. So, also musste ich gucken darüber hinaus, dass ich mit diesem Schmuck hinausgehe. Also bin ich in Hotels gegangen, habe Ausstellungen gemacht. Ich habe die typischen Schmuckpartys, die man noch kennt von früher, ne? Ja, aber Schmuckpartys habe ich gemacht und Ausstellungen im Hotel mit einem Schmuckstand für die Hotelgäste. Das habe ich jede Woche gemacht. Dienstags, freitags, teilweise sonntags. Neben meinem Nagelstudio. Also ich habe dann ja, wir haben ja irgendwann reduziert. Es war da nur noch ein Solarium drin. Wir sind umgezogen, haben das Ganze verkleinert, um Kosten zu sparen. Und und war dann unterwegs. War auf Ausstellungen, so kleine regionale Messen habe ich dann auch gemacht. Und ja, dann hast du den Schmuck. Und dann merkst du aber irgendwie Schmuck. Es ist toll, Schmuck ist wirklich toll. Viele Frauen mögen Schmuck, aber sie kaufen nicht ständig Schmuck. Du brauchtest also ein Produkt, was sich verbraucht. Verbrauchsgegenstand, genau. Und beim Schmuck, du hast einen Gebrauchsgegenstand. Du hast ihn einmal, irgendwann willst du mal was anderes, aber bei einem Verbrauchsprodukt kauft sich einfach nach. Und dann kam halt 2016 Facebook. Also ich bin seit 11 Jahren über Facebook unterwegs. Das kam durch das Sonnenstudio, Nagelstudio. Da habe ich dann auch immer Kunden gesucht, habe geschrieben, hier ist wieder ein Termin frei. Wer will kommen? Ne? Oder also im Nagelstudio speziell. Oder das ist krass. Also du bist da sehr offensiv auch, ne? Unterwegs. Ja. Schön. Ja, also das habe ich, wie gesagt, damals sehr früh und das war auch gut so. Du musst ja gucken, wie es weitergeht. Ja, du musst sichtbar sein und das bist du. So, genau. Ja, und dann bin ich über Fotos gestoßen in Facebook und habe ich mir gedacht, boah, also wenn das stimmt oder wenn das tatsächlich so vorher, ist, vorher-nachher-Fotos, was ich da so auf den Fotos sehe, also das muss schon toll sein. Irgendwo. Also wir sind jetzt für die Zuhörer, wir sind jetzt im Bereich der Kosmetikprodukte, Vorher-Nachher-Fotos. Genau. Und es ging um Körperprodukte. Mhm. So. Und ich bin dann, das war dann im Mai, also ich hatte mein Nagelstudio, hatte ich Personal drin, weil ich hatte für den Schmuck nochmal ein Geschäft aufgemacht, bei uns im Ort, aber das ist nicht angenommen worden. Wie hast du das denn? Da musst du auch wieder Personal dann rein und so. Und Nagelstudio hatte ich Personal. Ich habe mich vom Nageltisch zurückgezogen. Ach echt? Und ich habe das nur noch Schmuck gemacht. Aber da musst du mit dem Schmuck ja besser verdient haben, mit 10 Nagelkunden am Tag. Ich meine, 10 Nagelkunden sind ja auch schon mal eine Summe. Ja. Dann musst das ja mit dem Schmuck das auch. Das lief ganz gut. Ah, okay. Das hast du alles noch nebenbei gemacht. Ich frage mich nur, wann hast du geschlafen? Und deine Kinder und dein Mann und wo waren die alle? Also Klaus hat extrem viel also auch mitgemacht. Also auch wenn wir Ausstellungen gemacht haben, der ist teilweise mit den Hotels gefahren. Das haben wir zusammen gemacht, wenn das ging. Wenn unsere Kinder waren ja mittlerweile groß. Ja, aber dein Mann hat ja auch noch einen Job gehabt. Verstehst du, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Wir haben
Ja, wir haben gebuckelt. Krass. Wir haben richtig gebuckelt. Und ich kenne das halt nicht anders. Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich halbtags im Büro, weil als Arzthelferin halbtags arbeiten, alleinerziehend, verdienste nichts. Ich habe dann für halbtags Büro das gleiche Gehalt bekommen, wie ich als Vollzeitkraft in der Arztpraxis bekommen hätte. So, und habe nebenbei immer, ich habe einen Hauptjob gehabt, halbtags, ich war alleinerziehend und habe 4 bis 5 Nebenjobs gehabt. Mhm. Ich habe geputzt, mhm, Ferienwohnung, Treppenhäuser, ich bin Kellnern gegangen. Also ich weiß, wie das so ist. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Aber wie gesagt, das war dann der Zeitpunkt, wo wir uns reduziert hatten. Und mit den Schmuckausstellungen. Und das lief ganz gut. Und dann haben wir aber gemerkt, in 2015, es ist extrem anstrengend. Du musst ja immer wieder neue Kunden haben, weil es ein Gebrauchsgegenstand ist. Und es gingen dann auch tatsächlich die Umsätze runter. Den Laden, den ich für den Schmuck hatte, den habe ich dann aufgegeben. Ich bin dann wieder zurück mit dem Schmuck in mein Nagelstudio. Und da habe ich dann festgestellt, ich habe mich gewundert, warum so viele Stammkunden irgendwie nicht mehr kamen. Das kriegte ich ja jetzt wieder mit. Und dann habe ich dann irgendwann gefragt, da sage ich, du, warum kommt denn Kundin XY nicht mehr? Ja, die ruft an für einen Termin. Und ja, und irgendwann habe ich meinen Terminplaner dann genommen, habe die Kunden angerufen, ich hatte ja alle Nummern, und habe dann gesagt, du, warum kommst du nicht mehr? Ja, ich würde ja gerne kommen, aber deine Angestellte hat ja keine Zeit. Also die hat sukzessive das runtergewirtschaftet. Das war Anfang 16. Also warum? Weil sie keine Lust hatte daraus zu arbeiten, ja, oder was? Nicht? Ja, die hatte andere Interessen. War halt noch jung und... Ach, okay, das Übliche. Ja. Und auf jeden Fall, das ging irgendwann nicht mehr. Die war fest angestellt, aber das, was sie reingewirtschaftet hatte, war dann nur noch ein Aushilfslohn, den ich ihr hätte zahlen können. Aber du kannst keine Festangestellte auf Aushilfe reduzieren, weil sie muss ja krankenversichert und alles sein. Und dann habe ich gesagt, du, das geht nicht mehr, ich zahle dir mehr, als du arbeitest, wir machen einen Cut, ab 1.6. ist Ende, bist du ausgestellt, ich mache das wieder alles alleine. So, und jetzt kam die Wende. Ich war im Mai 16 vorher 2 Wochen mit Klaus hier auf der Insel. Wir waren in Urlaub. Und ich hatte in Port Andratx bei jemand Schmuck ausgestellt. Also ich war auch hier auf der Insel schon mit dem Schmuck so ein bisschen aktiv. Mhm. Und hatte den Schmuck ausgestellt. Es war eine Kosmetikerin und diese hatte vorher, nachher Fotos gepostet. Und dann habe ich zum Klaus gesagt, so, ich will jetzt wissen, was hinter diesen Vorher-Nachher-Fotos steckt. Ne? Ich muss dahinter fragen. Wir fahren jetzt hin, vielleicht haben wir Glück. Sie ist nicht in einer Behandlung, ich melde mich auch nicht an und wenn nicht, laufen wir durch Port Andratx. Das war in Port Andratx. So, und dann sind wir hingefahren, sind rein und dann sage ich, du, wollte nur mal nachfragen, mit dem Schmuck passt alles so weit. Und dann sagt sie, ja, alles gut. Und dann sage ich, so, und jetzt mal Butter bei der Fische. Was postest du da? Entschuldigung, ich sage das jetzt so, wie ich es gesagt habe, für einen Scheiß. Kann das echt sein? Ich sage, ich kann mir das nicht vorstellen. Du mit deinem Kundenklientel her, und sie hatte recht prominente Kunden damals, das wusste ich. Kannst du dir das leisten? Da sagt die zu mir, was soll ich dir denn groß dazu sagen? Ich habe jetzt gleich eine Kundin, ist eine Deutsche, eine Residentin, damals 64. Die kommt jetzt, hat einen Termin, die hat das Produkt benutzt. Die Kundin kommt und dann sagt sie, du, das sind Birgit und Klaus aus Deutschland, von denen habe ich den Schmuck. Kannst du denen mal was zu deiner Creme sagen? Was wollen sie denn wissen? Da sage ich, ja, ich sehe da so Vorher-Nachher-Bilder. Moment, hat sie gesagt. Holt ihr Handy raus, zeigt uns ein Foto von sich vorher. Hatte eine Schlupfhose auf, machte oben das Bändel auf, zack, die Hose hing an den Knöcheln. Sagt sie, so, und so sehe ich jetzt aus. Haben Sie noch Fragen? Ja, und dann haben Klaus und ich uns angeguckt, weil es war jetzt für uns nicht normal, dass eine Dame die Hose einfach so fallen lässt. Ja? Mit, was hast du gesagt, 64? Krass. Ne? Gut, die hatte aber jetzt einen Termin. Wir haben uns dann verabschiedet. Und eine Freundin von mir, die hatte sich 3 Tage vorher für die Firma entschieden, weil sie mit der Haut, mit dem Gesicht Probleme hatte. Der ging es ähnlich. Meine Freundin beim Schmuck
war ich für sie zuständig und ich wusste nur, sie hatte sich schon dort registriert und habe nur geschrieben per WhatsApp, Uli, schick mal den Link, ich will das jetzt auch, das Produkt. Also ich wollte nur diese Creme haben für meine Nagelkunden, die nebenbei mitläuft, weil Zeit hatte ich ja nicht. Ich musste das Studio wieder hochschaffen. Ja, und im August, also bis dahin habe ich auch nichts gepostet, in irgendeiner Form, dass ich da jetzt eine Creme habe, weil ich bin extrem, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, also ich bin immer mit einer Sache beschäftigt. Ich bin kein Bauchladen oder habe ja. keinen Bauchladen. Fokussiert. Genau, das war das Wort. Ich bin sehr fokussiert. Das ist auch wichtig, ja. Und habe gesagt, also ich habe ja noch das mit dem Schmuck, ich kann jetzt nicht noch was anderes machen. Dann wissen die Leute, will ich nicht. Und am 6. August 16 teilte mir dass du die Daten so genau weißt, finde ich krass. Ja. Ja, das sind für mich einfach prägnante Daten, ja, da schön, ist ja viel passiert. Das schön, ja. Und am 6. August kriegte ich einen Anruf vom Hersteller und Geschäftsführer und Designer des Schmucks. Du, pass auf, ab heute gibt es den Schmuck nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Dann habe ich gesagt, ist jetzt nicht dein Ernst. Du kannst doch nicht von jetzt auf gleich, du rufst, sag den ganzen, war ein Direktvertrieb, sag denen allen mal Bescheid, gibt's nicht mehr. Da habe ich gesagt, nee, das ist nicht mein Job. Ich sage, ich habe alles aus getan. Aus welchem Grund denn? Er hatte keine Lust mehr. Ja, aber es geht der doch was nicht. Anderes der, hat ja auch, eine Verantwortung wahrscheinlich. Hat er auch was. So war er. Okay. Ja? Und naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, nee, das machst du selber. Du beraumst jetzt alle Partner, Team, einen Telefoncall und du teilst denen das mit, nicht ich. Ja, und von dem Tag an, ich hatte dann einen Warenwert da liegen. Wir mussten den Schmuck ja einkaufen. Ja, und das ist der Unterschied, ne? Zum Direktvertrieb und zum Network. Ja. Richtig. Du brauchst beim Network kein Depot, aber beim Direktvertrieb, du musst ja Ware da haben. Ja. Es gab keinen Online-Shop. Ich hatte einen Warenwert, also Schmuck-Warenwert netto da liegen von 65.000 Euro. Es waren echte Swarovskis. Swarovski mit Edelstahl. Ja, und dann habe ich gedacht, super. Und es war Modulschmuck. Das heißt, wenn dir irgendwann was ausgeht, hättest du den Schmuck auch nicht mehr weiterverarbeiten können. Hättest ein Rohling gehabt, Edelstahl, eine Ringschiene, einen Anhänger mit Ausfräsungen. Da haben wir die Kristalle von Hand eingesetzt, eingeklebt. Und da habe ich gedacht, super, und nun, jetzt kannst du mit dem anderen nach draußen gehen. Und habe wirklich dann angefangen, über Facebook meine ersten Ergebnisse, die ich ja zwischenzeitlich mit den Kunden hatte. Meine Kundinnen waren begeistert von der Creme. Meine erste Kundin, die ich hatte, 2.6. bin ich wieder selber im Nagelstudio am Tisch gesessen. Meine erste Kundin, die ich hatte, war eine Stammkundin, damals 15 Jahre. Zwischenzeitlich von meiner Angestellten bearbeitet, da habe ich das erzählt. Dann sage ich, guck mal, ich muss dir was zeigen, vorher, nachher, und erzähl ihr was dazu. Und dann sagt ihr, zum ersten so eine Dose da. Und ich habe dann gesagt, ich sag, wie hast du so eine Dose da? Nee, war ja kein Direktvertrieb. Du hattest aber zum Starter-Set 2 Dosen gekriegt. Ah, okay. Mhm. Ich hatte aber keine Zellulite. Ich habe eine meiner Tochter gegeben, die Zellulite hat, und habe gesagt, du musst das jetzt mal für mich ausprobieren. Ne? Da sage ich zu der, ja, wie hast du so eine Dose da? Ja, sagt sie, ich kaufe dir so eine Dose ab. Und ich war total perplex. Dann sage ich, wie, du kaufst mir jetzt eine Dose ab? Hier, sagt sie, ich bin jetzt so lange schon bei dir, aber du hast noch nie Mist verkauft. Schön. Alles, was du gemacht hast, hatte Hand und Fuß und es war immer, es war gut. Und deine Dienstleistung ist gut und ich nehme das jetzt mit. Und muss ich dazu sagen, es war eine Kundin, vom Krebs gezeichnet, beide Brüste schon amputiert, aber ein Brustaufbau mit der Rückenmuskulatur. 3 Wochen später kam der erste Anruf von ihr. Sie hatte ein paar Tage später wieder einen Nageltermin. Dann sagte sie zu mir, ich komme ja in 4-5 Tagen. Hast du noch eine Dose da? Da sage ich zu dir, was hast du damit gemacht? Hast du die gegessen? Da sagt sie, nein. Ich habe meine Beine gecremt und mein Mann hat zu mir gesagt, krass. Dann habe ich gedacht, mache ich den Po noch, die Hüfte, den Bauch, die Oberarme. Die Dose ist jetzt leer. Jetzt muss ich auch dazu sagen, die ist sehr groß. Etwas, ja, stämmiger vom Typ her. Und ja, dann sage ich, nee, aber ich kann dir eine bestellen. Ja, und dann, wie gesagt, so lief das halt einfach. Ich wollte nur so ein bisschen was dazu. Und bin dann also auf Facebook raus, nachdem der Schmuckvertrieb eingestellt wurde. Ich dachte, so, jetzt kannst du rausgehen.
Und jetzt würden ja viele denken, ja, du hast ja schon Direktvertrieb gemacht, du hast ja schon Schmuck gemacht, die werden dir jetzt wahrscheinlich alle mit Juhu die Bude einrennen. Nein, man hat mich verantwortlich für den Crash beim Schmuckvertrieb gemacht. Also über mich ist ein Shitstorm hereingebrochen über Facebook. Echt? Ja. Ich wurde nirgendwo namentlich genannt. Weil ansonsten, meine Freundin ist Anwältin, die hätte, sonst hätten wir was machen können wegen Rufmord. Aber das war nicht möglich. Also es war richtig extrem. Aber irgendwann haben sich dann doch welche vom Schmuckvertrieb, zwei Personen haben dann gesagt, okay, wir vertrauen dir jetzt mal. Wir glauben dir, dass du beim Schmuck nichts, dass du damit nichts zu tun hast mit dem Crash. Da sage ich, okay, ja, und so hat das Ganze dann angefangen. Und ich habe halt dann, bin auf Messen, ich habe die Beauty-Messe gemacht mit Stand. Aus Eigeninitiative? Ja. Ah, okay. Ich habe alles aus Eigeninitiative gemacht. Und weil du bist ja im Network, du bist ja selbstständig. Du bist ja dein eigener oder bist ja selbstständiger Partner in so einem Network. Hast du das alleine denn gemacht oder mit deiner Freundin, die dich gesponsert, also dein Sponsor quasi? Mein Sponsor saß 600 Kilometer von mir weg, im Osten. Deine beste Freundin, so weit weg? Ja. Okay. Ja, und die hat einen Taxibetrieb gehabt. Die konnte auch nicht weg. Sie hat eigentlich mit dem Ganzen begonnen, weil sie einmal im Monat für ihre Kinder ein Wochenende frei haben wollte. Aber was war dein Ziel? Jetzt das Produkt unter die Leute zu kriegen, oder hast du den richtigen Sinn des Networks schon verstanden, dass es wirklich, dass du dir wirklich ein Unternehmen aufbauen kannst, ohne dir vorher den Keller voll zu machen, ohne dass du irgendwas schon kaufen musst? Wann hast du das verstanden? Also ich habe es verstanden in dem Moment, wo am 6. August der Schmuckvertrieb eingestellt wurde. Dass ich dann den Haufen gesehen habe, was sich da so angesammelt hat, was ich jetzt da an Depot habe, und habe mir gedacht, boah, hier habe ich das nicht, hier habe ich meinen eigenen Online-Shop, ich brauche kein Depot. Natürlich hat man immer mal von den 2, 3, 4 Produkte, die so gängig sind, wo du dann merkst, die werden immer wieder gekauft, die hast du mal gleich vorrätig. Und wenn wir Frauen, viele Frauen sind ja so, wenn du jetzt etwas haben willst, dann, du hast es jetzt getestet, dann willst du das auch oft jetzt haben. Ja, aber du hattest ja jetzt endlich das Verbrauchsprodukt. Das heißt, die Frauen wollen das dann ja immer wieder, ne? Aber meine Frage ist, wann hast du verstanden, dass du wirklich nicht jetzt ein Produkt hast, was sich selbst verbraucht und ich kann mir dazu ein bisschen Geld dazu zu verdienen, sondern das, wo du jetzt bist, ne? Du bist ja jetzt echt ganz weit oben, du bist ein Leader, du hast ein Team, was du jetzt handeln musst. Wer hat dir das beigebracht? Sich um so ein großes Team zu kümmern, oder hast du dir das auch noch selber beigebracht oder hast du Learning by Doing gemacht? Wann kam der Shift, wann du verstanden hast, ich will nicht nur Produkte, sondern ich will jetzt Menschen führen, die auch verstehen, was dahinter steckt, hinter so einem Business? Also ich bin auf viele Veranstaltungen gegangen. Es ist ja, bei uns ist es ja auch so, dass du regelmäßige Veranstaltungen hast, die live stattgefunden haben, die waren in Düsseldorf. Also damals noch nicht. Damals war das erste Event war in Salzburg, von uns 3 Stunden vom Allgäu weg. Wie gesagt, Nähe Schloss Neuschwanstein. Ich habe meinen Mann dann damals genötigt, mit mir dorthin zu fahren. Also der wollte eigentlich das nicht alles so. Und ich wusste, dass der Firmengründer und der Entwickler der Produkte, dass der vor Ort ist. Das ist ein Arzt und Immunologe aus München. Und da ich aus dem Medizinischen komme, war mir das sehr wichtig. Ich wollte den Menschen, der diese Produkte entwickelt hat, kennenlernen. Mhm. Wir sind dann nach Salzburg gefahren und ich hatte einfach das Glück, ihn persönlich im August, Ende August schon kennenzulernen, und war dann so fasziniert von seinem fachlichen Wissen als Immunologe und was er da alles macht und was er noch erreichen will, dass ich von da weg gesagt habe, da ist ganz Großes möglich. Und dann bin ich natürlich regelmäßig auch zu unseren Events gefahren. Entschuldige, ist dein Mann mitgekommen? Ja. Okay. Also wir haben auf der Hinfahrt noch etwas geredet, auf der Rückfahrt haben wir nicht mehr geredet. Wir hatten dann auch noch das Pech, statt 3 Stunden, es war Autobahnvollsperrung. Wir sind 5 Stunden nach Hause gefahren. Also mein Mann fand das alles, Network, Direktvertrieb vorher war okay, aber Network, er hat gesehen, wie ich mich schon im Direktvertrieb, wie viel ich gemacht habe. Er hatte einfach Angst um mich. Okay, aber in dem Moment war das, wir reden ja jetzt hier von einer Creme, die vielleicht die Zellulite
wegmacht, das ist nicht wirklich ein Männerprodukt. Richtig. Also, und trotzdem hast du es geschafft, ihn damit hinzunehmen. Ja. Und ich muss jetzt ein bisschen spoilern, damit es nicht ganz so lang wird, aber dein Mann ist ja jetzt auch mit im Business. Ja. Also du hast mich ja eben gefragt, wann ich das erkannt habe. Das habe ich im August erkannt, als ich ihn kennengelernt habe, den Arzt hinter dem Ganzen. Und als ich auf den ersten Trainings war, wir haben einen Trainer auch mit drin, der mit 18 ins Network eingestiegen ist, der uns ganz viel gesagt hat. Und ich bin tatsächlich, ich habe das aufgesaugt wie ein Schwamm. Und habe dann im Oktober, also wie gesagt Ende Mai registriert. Im Oktober war ich schon so weit, dass ich gesagt habe, okay, hier ist richtig was möglich. Und das, was ich jetzt schon sehe, was hier an Entwicklung ist, wie viele Menschen kann ich denn mitnehmen? Wie vielen kann ich denn eine Chance bieten? Und kann denen mit dem, was ich ja schon, ich meine, ich habe ja Höhen und Tiefen erlebt. Ja. Ich kann sagen, wie es ist, wenn man ganz unten ist. Ich kann sehr viel vermitteln. Und ja, und habe gesagt, okay, wenn ich ein Jahr dabei bin, müsste es schon möglich sein, davon leben zu können. Schulden gedeckelt und leben zu können. Hast du das geschafft? Ja, ich war über meinem Ziel hinaus. Nach einem Jahr? Ja. Sensationell. Und nach, es waren genau 792 Tage nach dem Tag der Registrierung, waren wir dann wirklich in der obersten Führungsebene. Okay. Wann hast du dein Sonnenstudio abgestoßen? Mein Studio aufgegeben habe ich im September. Wir haben im Juli haben wir ein Hanfprodukt reinbekommen, wo ich nichts mit anfangen konnte, weil ich gedacht, okay, ich wusste, wie es mal ist, kann man ja auch sagen, mal zu rauchen, ja, aber ich gedacht, super, für was brauchst du denn jetzt Hanf? Du hast ja nichts. Aber meine Mutter. Okay. Und man kennt immer jemanden, ne? Ja, und ich hatte während der Veranstaltung rechts von mir eine Ärztin, vor mir eine Heilpraktikerin. Klaus saß auch noch zwischen zwei Heilpraktikerinnen aus unserem Team. Die sind alle ausgeflippt. Und an dem Tag habe ich entschieden, ich habe in mein Handy geguckt, in meinen Terminplaner und habe gesehen, am 12. September ist der letzte Termin Nagelkundin drin. Und das ist die letzte Kundin, die ich mache. Und dann höre ich auf. Und ich habe am 12. September aufgehört und habe mein Studio zum 30.09. Was ist denn das dann? Was haben wir jetzt? 22, 18 aufgehört. Im Januar 19 erste Mal eine Finca gemietet. Aber es ist auch noch rechtzeitig alles, ne? Vor diesem großen Chaos. Ja, ich bin dankbar, ich bin unheimlich dankbar für das, was wir haben. Wann ist dein Mann mit eingestiegen? Wann hat er geschnallt, was du da machst? Erst als du davon leben konntest quasi? So blöd, wie sich das jetzt anhört, es war natürlich auch die finanzielle Schiene, wo er gesehen hat, genau, dass ich mehr ja. verdiene wie er. Ja, man guckt dann ja nicht mehr auf die Creme, man guckt wirklich auf das Business. Das muss man richtig, ja als Mann, welche Möglichkeiten ja das sind. Und für mich war dann aber auch wichtig, ich stand ja alleine in dieser Registrierung drin. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du pass auf, ich möchte, das war ja schon ein Jahr später, nachdem ich eingestiegen bin, 17, habe ich gesagt, ich möchte, wenn jetzt irgendwas ist, ich möchte die nächste Karrierestufe, aber ich habe da nicht so drauf karriereplanmäßig hingearbeitet, sondern es kam aus mir selber heraus. Es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Dann habe ich gesagt, ich möchte beim nächsten Mal, dass du mit mir irgendwo stehst, dass du mit mir gehst, dass du dabei bist, dass dein Name damit steht. Muss er denn mit dir eingetragen sein? Hat ja. er denn gleiche Nummer oder hättest du ihn auch sponsoren Nein. können? Das geht nicht, weil Nein. ihr verheiratet seid? Richtig, gleicher Haushalt geht nicht. Okay, ja, bei manchen geht das, ich weiß das nicht. Okay. Genau, so und ja, dann habe ich ihn mit eingetragen. Und dann wurdet ihr immer zusammen eingeladen auf den Incentives und so, oder wie? Richtig. Das ging vorher nicht, du konntest ihn vorher gar nicht mitnehmen als deinen Partner? Doch, das auf Incentives schon, Incentive-Reise, das war möglich. Also, aber trotzdem, für mich war das sehr wichtig, weil er hat mir ja auch immer den Rücken gestärkt, ja. dass wir das auch gemeinsam machen. Hey! Und Klaus hat dann seinen Job aufgehört im Januar 19. Er hat zum 1. Januar aufgehört zum Arbeiten und seitdem ist jetzt das dritte Jahr. Rockt ihr das jetzt zusammen? Also 3 Jahre waren es jetzt im Januar, genau. Und seitdem machen wir das zusammen. Seitdem können wir gemeinsam hier die Insel erleben, können gemeinsam hier sein oder aber auch wie jetzt. Ich bin jetzt hier, Klaus ist in Deutschland, weil wir haben auch da Eltern, Schwiegereltern. Also ich meine, 3 Jahre ist echt sensationell schnell, muss ich ja mal sagen. Ich kenne mich ja nun auch ein bisschen im Network aus. Wir wollen jetzt auch keine Werbung für ein spezielles Network machen, aber für die Chance, die dahinter steht, ja.
finde ich, bin ich ein großer Fan von Network, muss ich wirklich, wirklich sagen. Man kann auch sagen, die Insel Mallorca ist schon so ein Network-Insel, hier sind viele, weil sie dann hier sind, wenn sie sich echt ein freies Leben erschaffen haben. Und man kann auch, darf ich das so sagen, ihr könnt gut davon leben, ne? Wir können gut davon leben, genau, so ist es. Muss man ja auch mal sagen. Also dein unerreichbares Mallorca-Ziel hat sich dadurch wirklich erfüllt, ne? Also ich kriege eine Gänsehaut, weil es ist doch so, oder? Und die zweite Finca, wo wir dann umgezogen sind, die zweite Finca hatten wir, wir haben eine Finca uns angeschaut, weil ich wollte dann mal Meeresnähe und haben eine Finca besichtigt, oberhalb von Callas de Mallorca, Porto Cala Morada, Porto Colom, mit Blick genau runter und ich bin da drin gesessen, ich saß an dem Tisch, Terrasse, Glasfront, guck da runter aufs Meer und habe gesagt, und da unten bin ich vor 21 Jahren gesessen und habe den Wunsch gehabt, hier mal was zu haben. So, aber als Pendler, wir haben die Finca nicht mehr, das ist aber auch gar nicht schlimm. Als Pendler ist es einfach einfacher. Wir haben eine große Wohnung direkt in Porto Colom, weil es einfach nicht so pflegeintensiv ist. Und du, ja. Ja, eine Finca macht viel Arbeit. Richtig. Ja, du weißt es ja. So, und von dem her ist das jetzt eigentlich genau optimal so für auf unseren Lebensbereich. Weißt du, also weißt du wahrscheinlich, aber vielleicht auch schon gar nicht mehr, wie viel Partner du hast? Also wie groß ist dein Team in Zahlen? 1800. Krass. Wobei das relativ, das ist, eigentlich ist das wenig. Aber es ist halt einfach bei uns so, dass das, ich sag mal von den Provisionen her, dass wir die Provisionen sehr gut sind. Und dass die Produkte sich sehr gut verkaufen. Und wir sind ja sehr breit aufgestellt. Es ist ja nicht mehr nur die Zellulite-Creme, eine Creme, ne? Eine Körpercreme, sondern, und die Cremes können ja oft auch viel mehr als draufsteht, sondern wir haben die Effekt Kosmetik, wir haben Effekt Food, also sprich Nahrungsergänzung, Hanfbereich, haben jetzt neue Haarpflege, komplett organisch, ohne irgendwelche Inhaltsstoffe, Plastizide, PEGs, Parabene, Paraffine, personalisierbar. Und okay, dann komme ich nochmal auf dich zu. Also das ist wirklich sehr interessant, weil du jeder sich seine Sachen selber zusammenstellen kann. Mhm. Das haben wir aber auch bei einer Gesichtspflege. Und was wir noch haben, ach ganz neu, dekorative mit Effekt, mit Hyaluron drin, im Make-up und so weiter. Schön. Und wie handelst du jetzt so dein Team? Macht das viel Arbeit oder wie ist das für dich? Nein, weil ich sage immer, jeder muss sich selber entwickeln. Jeder, für mich ist die Authentizität unheimlich wichtig, dass jeder auch so ist, wie er ist. Man muss sich nicht verstellen. Ich bin auch nicht, du hast mich jetzt gesehen, ich bin die Skechers-Frau. Ja, ich liebe Skechers, ohne dafür jetzt Werbung zu machen. Sie sind einfach mega bequem und ich liebe diese Schuhe, ich weiß nicht, wie viele ich habe. Ich bin so, wie ich bin. Ich bin jetzt nicht, auch wenn ich ein Event habe, natürlich machst du dich dann mal etwas anders zurecht. Aber ich kann auch auf einem Event stehen, auf der Bühne stehen und ich schmeiß die Perms weg und ziehe die Skechers an, weil ich dann einfach ich sein kann. Ansonsten mir tun die Füße weh, dann kann ich schon nicht mehr so reden, wie ich möchte. Und das vermittle ich auch unseren Teampartnern, dass jeder so ist, wie er ist und jeder sich da einfach nur weiterentwickelt. Dass die Menschen sind mir wichtig. Der Mensch ist wichtig. Jeder Mensch hat ein Leben. Jeder Mensch hat eine Vergangenheit. Unter jedem Dach gibt es ein Ach. Ja, das darf man nicht vergessen. Und jeder hat seine Träume, ne? Und, richtig. Und weiß nicht, wie er sie verwirklichen soll, wie das bei dir auch damals war. So unerreichbare Ziele und dann kann man sie doch erreichen, ne? Ja, und dafür ist es einfach traumhaft schön. Und ich finde es echt toll, hier jetzt heute bei dir zu sein, weil es ist wieder oberhalb, ne? Cala Ratjada, die Calaguya. Für mich schließen sich so manche Kreise. Ich hoffe, ich sehe dich dann mal hier auf deinen Incentives, die du dann gibst mit deinem Team. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du dann dafür bei uns auf der Wellness-Finca das machst. Also gerne. Vielleicht planen wir da mal was zusammen. Ja, Pläne schmieden. Gerne. Okay, mein Liebe, ich finde deine Geschichte sehr interessant. Mit allen Höhen und Tiefen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe doch ab und zu mal eine Gänsehaut gekriegt. Vor allem mit dem Baum. Ne? Also, es ist halt so. Manchmal hat man so Tage, wo man denkt, so, ja, jetzt habe ich nur noch
diese Möglichkeit und so. Aber man muss weitermachen. Ja. Aber das ist auch der Grund, wenn du selber sowas mal durchlebt hast. Ja. Deswegen kann ich mich bei viele reinfühlen. Ich glaube, die meisten haben das auch. Ja. Und bei dir ist ganz klar, du hast nach Plan B gesucht, du hast nach einer Chance gesucht und du hast sie dann auch gesehen. Ja. Die meisten sehen das nicht. Die sehen immer, die Tür geht zu, die glotzen den ganzen Tag auf die geschlossene Tür und sehen die offenen Türen dann nicht. Richtig. Und das war bei dir anders, weil du einfach ein offener Mensch bist. Ne? Das finde ich, hört man bei dir sofort raus. Ja, und jetzt bist du auf Mallorca, hast dein Ziel erreicht. Also du hast wahrscheinlich noch mehr Ziele, aber du bleibst auf Mallorca. Oder sagst du, irgendwann lebe ich dann auf den Malediven oder Dubai oder so? Nein. Also das ist jetzt was ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen kann. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das Einzige, was wir noch mal ausprobieren möchten, damit auch mein Mann, der hat auch noch so einen Traum, der möchte gerne mal mit dem Wohnmobil fahren. Ja, aber das könnt ihr euch auch hier auf Mallorca machen. Ich kenne welche, die machen das. Die haben Wohnmobil, fahren hier oder dann mal eben rüber nach Ibiza oder Menorca oder so. Ja, ja. Also das werden wir bestimmt dieses Jahr mal ausprobieren, wie das denn so ist. Ich bin jetzt aber nicht so der Fan von so großen Autos. Ich fahre sowas nicht. Ich bin eher der Fan von kleinen Autos, ganz klein. Also in Deutschland habe ich ein ganz kleines Auto. Ich mag die auch lieber, die kleinen, aber so einen kleinen Tipp. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mit einem Wohnmobil fahre. Aber es gibt auch kleinere Wohnmobile. Die sind auch schon groß. Mein Auto ist klein, ich habe einen Smart. Ja, das ist sehr klein. Ja, also das mag ich halt. Und ja, und ich sehe uns eigentlich schon hier. Das ist so mein Traum, den ich jetzt noch so habe, mit einem alten VW Käfer. Cabrio. Kommt noch. Ich denke, das hast du dir schneller erfüllt, als du gucken kannst. Du hast das letzte Wort. Möchtest du den Zuhörern noch irgendwas mitgeben? Wie kann man sich solche Träume erfüllen? Oder? Indem man einfach, wie du schon sagtest, offen ist. Dass man einfach mal, manchmal, man hat ja ein Bauchgefühl. Dass man wirklich auf das Bauchgefühl hört. So wie ein Kind. Ein Kind macht sich keine Gedanken darüber, ob der Baum zu hoch ist, ich schaukle zu hoch. Das Kind macht einfach, dass man einfach mal wieder versucht, so ein bisschen das Kind aus sich heraus zu kitzeln. Ich weiß, es ist in gewissen Situationen nicht ganz einfach, aber es geht. Und dann darauf mal zu hören und einfach zu tun. Es kann ja nichts passieren. Und einfach sich mal da hineinbegeben und einfach mal zu machen. Anzuhören, vielleicht mal was zu probieren. Und da ist es jetzt unabhängig davon, was man macht. Es hat nicht nur was mit Network zu tun, es gilt ja für viele Bereiche. Das möchte ich eigentlich all deinen, unseren Zuhörern noch mitgeben, es einfach mal zu probieren und nicht darauf zu hören, die hat aber gesagt und da habe ich gehört und ich weiß es ja nicht und könnte ja, wer weiß, was passieren. Das hast du immer, egal was du in deinem Leben tust, es wird immer Menschen geben, die dir was schlecht reden. Du musst auf dich selber hören. Genau, auf Bauchgefühl. Ja. Intuition, ja, das haben wir leider verlernt, ne? Ja. Als Kinder hatten wir es noch und das wird hart abtrainiert. Richtig. Ja. Fängt im Kindergarten an und hört in der Schule auf. Ja, und ich weiß, wie es ist. Ich bin fünffache Oma. Ja, seit krass, sieht man dir gar nicht an. Also ich finde das echt krass. Ja, seit 4 Wochen das 5. Enkelkind, die älteste ist jetzt 13. Das ist nämlich cool, die kann jetzt unsere dekorativen Sachen mal ausprobieren. Die fängt jetzt an mit Schminken, die kann wahrscheinlich mir als Oma zeigen, wie das funktioniert. Ja, geil. Ja, die hat mir auch TikTok erklärt. Bist du da auch? Ja. Oh nee, das schaffe ich nicht. Das habe ich mal ausprobiert. Aber TikTok ist auch nicht mein Klientel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für die Finker, ich glaube, die Nein. Mädels, die da rumtanzen. Das ist Spaß, ja, ja. Das ist wirklich Spaß. Aber es ist für mich zu viel Zeitfresser, also das mache ich nicht. Okay, meine Liebe, ich werde alles von dir auch in die Shownotes reinmachen, ne? Vielleicht deine Handynummer, also wer neugierig ist auf das, was du so noch machst und was du noch vorhast, der Facebook werde ich dich verlinken, Webseite hast du wahrscheinlich auch und dann könnt ihr da mal ein bisschen stöbern und ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich zeige dir jetzt nochmal die Finger, damit du weißt, wo du deine ganzen Leute hier unterkriegst und... und ich kann dir dann dein Geschenk hier geben. Oh... Dankeschön. Oh ja, das stimmt. Verlass dich auf dein Herz. Es hat schon geschlagen, bevor du geboren. Nee, bevor du denken konntest. Genau. Das stimmt. Sehr schön. Das packe ich gleich mal aus, ihr Lieben. Genau. Wir wollen es jetzt nicht so lang machen. Wir sind nämlich schon fast eine Stunde. Also, danke für deinen Besuch. Vielen und Dank. Ihr viel Spaß beim Hören. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch einen Like, lass einen netten Kommentar da
Abonniere unseren Mallorca Lovers Podcast. Und wenn auch du Mallorca Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest, dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios.